Der Höhleneingang war zu eng, um die Plattformen zu benutzen. Also nehmen wir Seile für den restlichen Weg. Danke. Die Höhle mit der Malerei ist ganz in der Nähe. Nur eins noch. Halt durch, Doc! Schöner Hechtsprung, Ryder. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Tja, man tut, was man muss. Alles klar, Doc? Nur noch ein Stückchen. Los, weiter! Hey, ich
kann den Höhleneingang sehen. Los, du betätigst den Schalter, Neck. Ich warte genau hier. Nur noch ein Stückchen, Neck. Die Tür ist hier. Und der echte Schlüssel ist gleich daneben. Neck, sieht dir nicht sehr ähnlich, oder? Nicht besonders. Und hinter der Tür wartet unser Preis. Riesenrelikte in unglaublichen Mengen. Hier steht was geschrieben. Klingt nicht gut. Hier steht, hinter der Tür lauert furchtbare Gefahr. Hier steht auch was von einer großen Verwandlung. Ist aber schwer zu sagen, was das heißt. Der Rest ist weg. Nicht gerade das, was wir erhofft hatten. Den Anhänger des Kleinen zu verwanzen, war wirklich schlau von dir, Katrina. Diese Karte zeigt, wo der Schlüssel versteckt ist. In einer Art von Labyrinth. Mein Schlüssel liegt in meinem selbstgebauten Labyrinth, in der Hoffnung, dass nur der mit der Weisheit, ihn richtig zu nutzen, die Prüfung besteht. Victor, ich glaube, er redet von dir. Ja, aber wo ist er? Das Labyrinth scheint unter dem Obeliskenberg zu sein. Ich habe mich schon immer gefragt, was da unten ist. Also, wie lange brauchen wir bis dahin? Was? Wir gehen dahin? Oh ja! Auf jeden Fall müssen wir den Schlüssel vor Victor finden. Aber keine Angst, ich werde schon aufpassen. Oh, Sie passen auf. Das wäre neu. Sie tun doch, was immer Sie wollen. Und wie immer Sie wollen. Und egal, wie verrückt es ist, niemand stellt sich je in den Weg des großen Doktors. Lukas! Ryder? Du würdest mich aufhalten, wenn ich eine Dummheit begehen würde, oder? Auf jeden Fall. Na los, Doc. Die Seile warten.